Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Krebs. Mein Name ist Zio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Oktober. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Krebse. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, wie du in den Monat startest, welche Energien, welche Schwingungen zeigen sich zu Monatsanfang. Dann schauen wir uns die Blockaden näher an, die in den kommenden 30 Tagen am stärksten in deinem Feld wirken, denn die strahlen meist auf alle Lebensbereiche aus. Dann gehen wir in den materiellen, finanziellen, beruflichen Bereich. Welche Entwicklungen dürfen wir hier beobachten? Und im letzten Teil der Legung schauen wir uns die zwischenmenschlichen Beziehungen näher an. Was dürfen wir hier erfahren? Was tut sich hier im Oktober? Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Oktober für dich hat. Ich ziehe noch die letzten Karten und nutze die Zeit nur, um ein paar Worte loszuwerden, denn es handelt sich hier um Tendenzen. Das bedeutet, das sind sehr hohe Wahrscheinlichkeiten. Du hast hier immer volle Kontrolle über alles, was du tust. Wenn sich hier mal negative Karten zeigen in einer Tendenz, dann bedeutet das auch immer, dass man etwas machen kann. Also bitte immer mit Abstand betrachten. Wenn sich etwas ankündigt hier, dann kannst du meistens auch handeln. Also du hast es immer in der Hand, wie es weitergeht. Das ist mir nur ganz wichtig, dass wir das vorher abklären. Und wir schauen jetzt mal rein, wie der Monat losgeht. Wir haben hier eine wartende Energie, also auf irgendetwas wartest du. Du bist hier vielleicht zwischen zwei Lebensabschnitten in so einer Art, fühlt sich vielleicht an wie ein bisschen wie eine Art Fegefeuer. Oder du wartest hier auf eine bestimmte Nachricht, auf eine bestimmte Meldung, vielleicht wartest du auch auf eine Person. Und was ich hier auch sehe, ist, dass hier auch eine Energie ist, dass du hier einen Durchblick hast bei irgendeiner Sache, wo du dir selber schadest. Und das hast du, da hast du auch diese Möglichkeit, das abzulegen. Also irgendetwas wird dir hier klar, vielleicht auch dadurch, dass du hier in einer Wartehaltung bist und dir einiges durch den Kopf gehen lässt. Also das führt dazu, dass du hier irgendeine negative Sache, dass du die ablegen kannst. An sich habe ich hier noch von außen betrachtet, tut sich hier etwas Neues. Also es könnte sein, dass eine neue Person dein Feld betritt. Könnte auch eine neue Möglichkeit sein. Es sieht auf jeden Fall positiv aufregend aus. Eine neue Energie, die wir hier sehen. Jetzt schauen wir mal in die Blockaden. Was ist hier im Oktober wichtig? Denn die Blockaden, die wir hier sehen, die möchten auch dementsprechend aufgelöst werden. Also das, was wir hier sehen, das kannst du dann auch bekommst. Da ist die Energie sehr vielversprechend, dass du das im Oktober für dich dementsprechend auflösen kannst. Und hier habe ich als erstes eine Blockade, was den richtigen Zeitpunkt betrifft.
Es könnte jetzt sein, dass du hier vielleicht mit deinem Schicksal haderst oder eben, weil wir hier diese wartende Energie haben, dass du hier möchtest, dass etwas schneller vorangeht, also dass hier vielleicht auch eine gewisse Ungeduld mitschwingt. Und da geht es eben auch um ein gewisses Vertrauen, dass bestimmte Dinge eben auch zu deinen Gunsten laufen und dass es manchmal auch von Vorteil ist, wenn wir auf etwas warten müssen, weil sich hier eben bestimmte Dinge noch sortieren und ordnen müssen. Dann habe ich hier eine Blockade, da möchte ich noch eine zusätzliche Information einholen. Da kommen zwei. Es geht hier, und ich habe das Gefühl, das gehört hier zusammen, denn wir haben hier auch die Energie eines neuen Weges. Das zeigt sich auch hier. Es besteht hier die Gefahr, dass du hier in alte Muster zurückfällst. Das ist ja ganz wichtig, das wird sich offenbar zeigen, wir schauen dann näher rein. Hier geht es um alte Muster und es geht ja auch darum, dass du die Möglichkeit hast, das Feld zu verlassen, indem sich das eben aufbauen könnte. Ich weiß, das klingt jetzt, also für mich klingt es noch kryptisch, für dich vielleicht nicht. Und da ist es eben wichtig, da geht es eben darum, dass du hier ausbrichst. Ich habe die Vermutung, hier geht es auch um diese wartende Energie und hier geht es auch darum, dass du geduldig bleibst. Also diese Möglichkeit dürfte auf dich zukommen. Ich weiß jetzt noch nicht, was hier liegt. Ich habe nicht geschaut. Also hier soll etwas auf dich zukommen, was gut für dich ist, aber es liegt eben an dir, dass du hier geduldig bleibst, denn es besteht die Gefahr, dass du aufgrund von Ungeduld vielleicht in alte Muster zurückfällst und ja, und sich das Ganze dann wieder verzögert. Und hier habe ich noch eine Blockade im zwischenmenschlichen Bereich, das ist auch sehr wichtig. Hier geht es um einen Teufelskreis, der aufgelöst werden will. Da geht es vermutlich auch darum, zu reflektieren. Es geht ja auch darum, mit irgendwie neu zu handeln, also anders mit bestimmten Personen umzugehen als bisher. Also so in etwa sehe ich das hier. Also es geht auch um einen Neuanfang. Vielleicht ist hier auch eine neue Person in deinem Feld und es ist jetzt eben wichtig, dass du diese neue Energie auch annimmst, denn diese Sache betrifft hier andere Personen. Und hier geht es darum, dass hier ein neuer Zyklus beginnt und du tust dir offenbar noch schwer, das jetzt anzunehmen. Aber schauen wir mal, was sich jetzt hier in den einzelnen Lebensbereichen abspielt, dann wird das vermutlich auch ein bisschen klarer werden. Wir schauen uns jetzt mal die Finanzen näher an, den Beruf, materielle Güter, alles, was sich in diesem Bereich abspielt. Wir schauen jetzt mal, wie hier so die Entwicklungen sind. Gegen Monatsanfang zeigt sich hier eine giftige Energie. Also hier versucht anscheinend jemand im Außen, also eine Person oder mehrere Personen, dich irgendwo runterzudrücken. Ich sehe hier aber bei dir, das könnte ganz gut sein, dass das nicht so stark zu dir durchdringt, weil du hier eine neue Idee hast, irgendetwas Neues tut sich hier, vielleicht ein neues Projekt, eine neue Einnahmequelle, das ist in der Entstehung, also es ist ja wirklich wichtig, dass du das für dich behältst, das kann ich dir auch sagen, teil das bitte nicht Personen mit, während das noch in diesem Entwicklungsstadium ist. Du kannst natürlich mit Menschen darüber sprechen, denen du zu 100% vertrauen kannst, aber es ist hier eben wichtig, dass diese Idee, die soll sich noch entwickeln. Das ist etwas, was Potenzial hat, das könnte groß werden. Das sehe ich hier. Ich hole mir jetzt mal eine Information ein zu dieser giftigen Energie, was ich dir hier noch sagen darf.
Da geht's, also ich habe hier das ganz starke Gefühl, dass es hier darum geht, dass du hier vielleicht für irgendetwas zahlen sollst, was eigentlich nicht deine Aufgabe ist, oder dass man hier versucht, dich also irgendwie irgendwie auszunützen. Das könnte sein, kann auch sehr gut sein, hier über ein schlechtes Gewissen hier zu versuchen, dich zu irgendetwas zu bringen. Das ist eine sehr energiezehrende Angelegenheit. Da solltest du dir wirklich überlegen, ob du das dann auch annimmst. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, aber dass du das ablehnen könntest. Ich soll dich aber darauf vorbereiten, das könnte hier auf dich zukommen. Nur dass du es auch weißt und du wirst dann auch spüren, nein, das will ich eigentlich nicht. Und dann ist es eben auch wichtig, dass du hier anders handelst. Also wir haben hier, da kannst du schon mal beginnen, diese Blockade aufzulösen, indem du sagst nein. Weil ich habe hier auch das Gefühl, dass das schon ein paar Mal passiert ist und du eben ja gesagt hast und hier ganz klares nein, das spüre ich hier eben auch, weil erstens, das bringt dir nichts. Also du hast hier nur Verluste, was ich hier sehe. Und hier fehlt auch der nötige Respekt dir gegenüber. Das kann man hier auch sehen. Also ich habe aber auch das Gefühl, dass du das weißt und hier eben sollst du darauf vorbereitet sein. Das könnte auch eine Prüfung sein vom Universum, also wo es hier darum geht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Jetzt schauen wir mal in die Monatsmitte und da löst sich eine Blockade. Im finanziellen Bereich, im beruflichen Bereich, hier wird etwas leichter. Das ist ein Prozess, der beginnt. Also hier, das wird über einen längeren Zeitraum laufen, so habe ich hier das Gefühl. Ich sehe hier auch im Umfeld einen Wechsel, einen Umbruch, eine Veränderung. Das kann jetzt auch sein, dass du zu dieser Person oder zu diesen Personen sagst, bis hierhin und nicht weiter. Ja, also dass hier ein bestimmter Teil wegbricht, also auch eine Belastung wegbricht, das kann auch dazu führen, dass sich hier diese Blockade löst, weil auf einmal alles viel einfacher ist. Hier auf deiner Ebene sehe ich auch eine wartende Energie. Hier geht es auch um Entwicklung. Das kann jetzt eben auch mit dieser neuen Idee, mit diesem Projekt zu tun haben. Vielleicht eine neue Einnahmequelle. Das dürfte einfach auch Zeit in Anspruch nehmen. Ein Monat ist ja auch relativ kurz. Also in der Monatsmitte ist ja ein bisschen eine Warteschleife drinnen. Vielleicht muss man hier auch auf etwas warten. Vielleicht geht es ja auch um einen Anruf, um eine Zusage, irgendeine Rückmeldung, das kann auch sein, ist aber auch ganz gut, denn hier geht es auch darum, dass sich hier mal diese Energie löst. Gegen Monatsende, also im letzten Drittel, sehe ich, dass du hier, also sehe ich hier sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Grenzen setzen, sehr, sehr wichtig. Hier tut sich irgendetwas, also hier fühlst du dich sicherer und du kannst hier ganz klar eben Stopp sagen. Das ist auch sehr wichtig, dass sich dass das hier sich so entwickelt, für dich auch sehr, sehr gut. Es kann sein, dass du im letzten Monatsdrittel, dass du dich erschöpfter fühlst. Da möchte ich bitte noch eine Karte. Ja, da könnte es dann sein, dass du dich erschöpfter fühlst, weil du hier eben hier geht es auch um diese Enttäuschung, was diese Personen hier betrifft. Also, dass du das hier verarbeitest und dass du hier dementsprechend auch, ja, vielleicht dich auch ein bisschen angeschlagen fühlst. Deshalb wäre es ganz gut, wenn du vielleicht schon zum Monatsbeginn dafür sorgst, dass du dich immer gut erholen kannst, auch darauf achtest, dass du genug Schlaf bekommst. Es kann sein, dass hier vielleicht dein Immunsystem dann ein bisschen beleidigt ist gegen Monatsende hin. Also hier ist es schon wichtig, auf deine Gesundheit auch zu achten. Schaut jetzt aber nicht so bedrohlich aus, aber ich sage es sicherheitshalber dazu,
Wenn hier gesundheitliche Probleme entstehen, dann bitte auch dementsprechend einen Arzt aufsuchen. Aber ich sehe auch, dass du eben diese Sache dann verarbeitest. Das ist auch ein wichtiger Teil, dass sich diese Blockade eben schön auflösen kann. Hier gibt es anscheinend noch etwas für dich zu verstehen. Und dann habe ich hier noch eine Meldung, was das Umfeld betrifft. Es könnte sein, dass du bestimmte Dinge idealisierst, also dass du diesen Dingen im beruflichen, im finanziellen einen zu hohen Stellenwert gibst. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese Dinge keinen Wert haben oder keinen Stellenwert haben, aber es ist wichtig, hier am Boden zu bleiben. Das ist noch eine wichtige Meldung. Das betrifft andere Menschen oder die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Eben weil hier in der Monatsmitte dieser Bruch vielleicht stattfindet oder eben weil dieser Wechsel stattfindet, es ist wichtig eben, dass du hier bei dir bleibst, bei deiner Idee, und hier könnte etwas idealisiert werden, was dann zu wichtig gemacht wird, und dann wird dein Blick von dieser Entwicklung hier, die eben sehr wichtig ist und vielversprechend ist, eben dementsprechend abgelenkt. Und hier sagt das Universum, bitte pass hier auf, mein lieber Krebs. So, jetzt schauen wir mal in den zwischenmenschlichen Bereich hinein, was wir hier erfahren dürfen. Und hier sehe ich einen Neubeginn. Hier ist Platz für Neues. Also es könnte durchaus sein, dass du vielleicht eine Trennung hinter dir hast, oder dass du hier jemanden verabschiedet hast, oder dass du eben dementsprechend für dich so sortiert hast oder so mit dir im Einklang bist, dass hier jetzt eben Raum für Neues ist. Hier habe ich einfach auch diese Energie, dass du auch hier am Monatsanfang, was das Zwischenmenschliche betrifft, dass du hier genau weißt, also was du möchtest, dass du hier ja irgendwo auch mit dir soweit zufrieden bist. Ich sehe hier auch, dass sich etwas Gutes tut, was andere Menschen betrifft. Also vielleicht lernst du hier auch jemanden kennen. Wenn du in einer bestehenden Beziehung bist, dann sehe ich hier einfach auch ein Entwicklungspotenzial, dass sich hier etwas tut. Kann auch sein, dass es hier um Freundschaften geht. Also hier ist eben Platz für Neues. Also hier hast du auch Platz geschaffen. Das bedeutet auch, hier könnte sich etwas verändern, und so generell im Umgang mit anderen können sich hier ganz schöne Momente ergeben im ersten Monatsdrittel. Im zweiten Monatsdrittel sehe ich eine Auf- und Ab-Energie. Das kann auch bedeuten, dass sich hier etwas verändert. Hier ist das Potenzial, dass man jemand kennenlernt. Es ist auch wichtig aufzupassen, wen zieht man hier an. Also ziehst du tendenziell dann neue Menschen in dein Leben mit einer neuen Energie, was zu dir passt, oder wiederholst du hier vielleicht etwas? Also das ist hier ganz wichtig. Insgesamt sehe ich hier aber, ich sehe das tendenziell eher positiv, weil ich hier, was das Umfeld betrifft, eine solide Basis sehe. Ich sehe hier einen Aufbau. Hier wird etwas aufgebaut, etwas, was Bestand haben kann, etwas, was von Dauer ist. Das kann jetzt eben Freunde betreffen, Familie oder eben die Partnerschaft oder eine mögliche Partnerschaft. Also hier ist etwas schon mit einer gewissen Sicherheit auch, also auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, was sich hier entwickelt. Jetzt bräuchte ich nur hier eine Karte. Dann geht es hier noch in der Monatsmitte, könnte jetzt tatsächlich um die eigene Mutter gehen. Es ist aber, ja, es ist tendenziell vermutlich eine weibliche Person, muss aber nicht zwingend sein, die sich hier zeigt. Eher autoritär, also eher jemand, zu
dem du aufschaust, und da sagt das Universum, das ist jetzt ganz interessant, es ist wichtig, das könnte jetzt vielleicht auch hier diese Blockade sein, wo wir hier diese Falle haben. Bei dieser Person, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Person negativ motiviert ist, aber sie ist sehr auf sich selbst bezogen. Das kann ich hier sehen, das haben wir auch hier in den Blockaden, also das habe ich hier zweimal, das könnte jetzt tatsächlich diese Sache hier sein. Und hier geht es darum, dass du auf Augenhöhe kommst mit dieser Person, also dass du dieser Person auf Augenhöhe begegnest. Das ist ganz, ganz wichtig für dich, denn hier kann diese Blockade dann fallen. Dir wird hier einiges über diese Person klar werden. Vielleicht kannst du hier auch Frieden schließen mit dieser Person. Ich habe hier so das Gefühl, dass es wichtig ist, dass hier eine Ruhe einkehrt. Und du wirst diese Person dann durch diese Augenhöhe, dadurch, dass du hier auf Augenhöhe kommst, ganz bewusst anders wahrnehmen. Dir wird hier einiges klar werden. Entweder im Positiven oder im Negativen. Insgesamt ist es aber positiv für dich. Ich habe hier am Monatsende nämlich den Durchblick, eine Klarheit, eine höhere Wahrnehmung, die du hier hast. Bezüglich eben dieser Person, das sehe ich hier ganz klar in Verbindung, und das wirkt sich aber auch generell auf deinen Umgang mit anderen Menschen aus. Und hier habe ich dann auch eine neue Möglichkeit gegen Monatsende hin. Eine Tür öffnet sich oder du kommst zu einer Tür. Das könnte jetzt bedeuten, dass hier eine neue Person dein Feld betritt, dass du vielleicht auch die ein oder andere bestehende Verbindung hier neu definierst. Also hier zeigt sich auf jeden Fall etwas Neues, eine neue Möglichkeit. Achtung aber, ich habe hier auch den Hinweis, dass hier nochmal eine Prüfung stattfinden könnte. Also ob du das hier jetzt gelernt hast, unter Anführungsstrichen, ob sich das hier gefestigt hat, eben diese Energie von dieser Person, die hier sehr stark auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet. Hier könnte noch einmal etwas von außen kommen, wo hier versucht wird, dich irgendwo vielleicht auch zu triggern und wo du hier eben diese Prüfung auch bestehen sollst. Also das Universum möchte dich hier darauf eben vorbereiten, mein lieber Krebs. Ja, dann möchte ich noch kurz, sehe ich hier noch Querverbindungen, also dieses Neue kündigt sich eben an. Das könnte jetzt auch hier diese Energie sein, die wir hier zum Monatsanfang haben, dass man hier eben wahrnimmt, dass hier Platz für Neues ist, vor allem auch Platz für neue Menschen bzw. Beziehungen neu definieren. Das ist mir jetzt noch ins Auge gefallen. Ja, also ein vielversprechender Monat, mein lieber Krebs. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.